Lob und Anerkennung von allen Seiten. Der Kompaniechef findet nach 6 Monaten Afghanistan-Einsatz die richtigen Worte. Keine Zahl kann ausdrücken, was wir getan oder was wir erlebt haben. Denn 3 Kilometer Fußpatrouille sagt gar nichts über 3 Kilometer Fußpatrouille in der Flussschleife im Februar in Samankil und Sigakil. Über 6 Monate war seine Einheit in Afghanistan, 5 davon im Außenposten, dem OP North. Es sind viele Eindrücke, die der Chef der 3. Kompanie, der Taskforce Masai Sharif, in seiner Rede beim Abschlussappell in Worte fasst. Jeder einzelne der hier angetretenen Soldaten hat seine Erlebnisse noch deutlich vor Augen. Und das ist etwas, was ich persönlich mit ganz großem Stolz mit Blick auf die vor mir stehenden Männer feststellen kann. Das Zweite, was mich umtreibt, ist die Nähe, die wir letzten Endes gewonnen haben zu unseren afghanischen Kameraden. Ich glaube, das hat keiner von uns vorher so erwartet und keiner von uns für möglich gehalten. Es war der entscheidende Beitrag aller Soldaten, dass sie mit Geduld, eigener Professionalität und sehr viel Verständnis für Land und Leute auf die afghanischen Partner zugegangen sind. Der Befehlshaber des deutschen Einsatzkontingentes, Generalmajor Erich Pfeffer, fasst die Leistung der Soldaten zusammen. Nach gut 6,5 Monaten geht für Sie jetzt ein langer, ein sehr anstrengender, aber auch ein ausgesprochen erfolgreicher Einsatz zu Ende. Und ich kann nur feststellen, dass Sie als Teil der Taskforce MESS Ihre Aufgabe ganz hervorragend gelöst haben. Als Dank und Anerkennung werden die Soldaten mit der Einsatzmedaille der Bundeswehr ausgezeichnet. Ihr Einsatz geht zu Ende. Ein Einsatz mit individuellen Erlebnissen, aber mit einem gemeinsamen Erfolg.